Moin, moin, was geht? Alles klar bei dir? Nein, ich wollte mal eine andere Begrüßung machen, also sagte mal Hallo. Weil da gibt es Leute, die das irgendwie zu schnulzig finden oder die das nicht mögen. Oder dachte ich mir, mach ich mal was anderes. Oder ihr könnt ja mal sagen, ob euch das nervt oder ob ich irgendwas anderes sagen soll. Oder irgendwie, yo, Digga, alles klar hier, ey. Ja, wenn ihr irgendwie Spinat zwischen meinen Zähnen irgendwie findet, ne, dann wundert euch nicht, ich habe gerade Spinat gegessen. Reste aufbewahren für später. Nee. Ja, ich zeige euch heute mal wieder ein Face of the Day. Ist schon übertrieben, eigentlich nur ein Eye of the Day, weil ich habe sonst nichts drauf. Nix, keine Foundation, kein Rouge, kein Blush, kein Bronzer, kein, ja, nur Augen-Make-up. Noch nicht mal meine Augenbrauen habe ich nachgemalt. Jo. So, dann fangen wir mal an. Und das Augen-Make-up ist auch total simpel, Leute. Ich habe einfach nur, ich kann euch ja mal ranholen. So. Ich habe einfach nur Chilled on Ice, den Paint Pot von MAC, aufs komplette bewegliche Lid gegeben. Mit einem flachen Pinsel. Ja, aufs komplette bewegliche Lid. Und dann habe ich einen Eyeliner-Strich gezogen mit meinem Manhattan Dip Eyeliner in Waterproof. Ne? Da habe ich einen Lidstrich mitgezogen, obwohl im Moment kriege ich das nicht so hin. Der sieht immer so ein bisschen zackig aus. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist die Spitze schon ausgefranst oder so, aber sonst bin ich immer sehr, sehr gut damit klargekommen. Ja, und dann habe ich Mascara genommen. Heute habe ich die Helena Rubinstein Lash Queen Feline Extravaganza genommen. Ja, ich habe heute mal geguckt, weil meine Anna Jacquet ist bald leer. Da habe ich mal geguckt, was mein Mascara-Vorrat noch so zu bieten hat. Und dann habe ich einfach die genommen. Ja. Das wäre es eigentlich auch schon mit meinem Augen-Make-up. Ratzifatzi, so ging das. Ja. Kurz und knackig. Dann, ja, habe ich ja das Video hochgeladen von meinem Quite Cute Lippenstift, diesen Candy Yummy. Und da haben dann ja einige dann auch kommentiert, dass das ein Nuttenpink ist und so. Leute, es ist kein Nuttenpink. Das ist Nuttenpink, sorry für die Ausdrucksweise, aber ist für mich anderes Pink. Das hier ist original Textmarker Neonpink 80er Jahre. Und klar, man kann ihn nicht zu allem tragen, aber ich finde, wenn man irgendwie gerade zum Sommer oder irgendwie, ich habe ein richtig cooles grünes Maisin-T-Shirt. Das habe ich Samstag angehabt, dann meine Ray-Ban Sonnenbrille auf und dann den Lippenstift und das sah cool aus. Ja, also man muss halt gucken, wie man das kombiniert. Und dann sieht auch so ein knallpinker Lippenstift gut aus. Ich meine, ich kann den ja mal auftragen. Dann seht ihr mal, wie der vielleicht aussieht. Moment. Ja. Er ist halt echt nicht jedermanns Sache, aber er ist halt Kult. Und ich glaube, über die Kamera kommt das gar nicht so rüber, wie der in Wirklichkeit. Also der ist original Textmarker. Kennt ihr diese Textmarker, die ihr da... Ich habe noch nie so ein krasses Pink als Lippenstift gesehen. Also über der Kamera kommt das gar nicht so rüber, wie das wirklich in echt ist. Wenn ich jetzt im Spiegel gucke, dann ist so Signal. Ja. Also ich mag ihn. Das ist, mein Geschmack ist er. Zu einem dezenten Augen-Make-up sowieso.
Und ja, was gibt es noch zu erzählen? Das Wetter ist wieder doof. Wir hatten Samstag, hatten wir richtig geiles Wetter in Hannover, aber das war auch nur der einzige Tag. Ja, dann regnet es, ist wieder kühler und es ist doof. Und ja. Ja, nächsten Donnerstag, den 14. April, fahre ich nach Essen mit meiner Freundin. Dort besuchen wir die FIBO, die Fitnessmesse. Und da treffen wir uns mit der Dana, mit der Fusselche 83, die ihr übrigens auch mal unbedingt abonnieren müsst. Die macht so coole, ja, so Kochvideos, aber so kleine Tipps und Tricks. Ja, so Leckereien. Also ich habe bis jetzt, glaube ich, alles schon nachgekocht oder nachgemacht, was sie gemacht hat. Zum Beispiel so Blätterteig-Konfekt. Da macht ihr die Celebrations-Dinger rein. Und dann halt den Blätterteig drumherum und dann den Backofen überbacken. Kalorien, aber egal. Dann hat sie jetzt so einen Avocado-Ei-Aufstrich gemacht. Den habe ich auch am Sonntag gemacht. Ja, richtig cool. Also ich verlinke euch mal ihren Kanal unten in die Infobox und dann schaut mal unbedingt, ja, bei ihr vorbei. Sie ist eine total süße und ja, lohnt sich wirklich. Ja, also mit Dana treffen wir uns dann am Donnerstag und sie kommt dann am Freitag, den 15. nach Hannover zu mir und bleibt dann halt bis zum Samstag. Also schläft eine Nacht und ja, machen wir mal ein bisschen Hannover unsicher. Ja, was gibt es noch? Ach ja, ich habe mir noch aus dieser Quite Cute LE, das ist übrigens der Candy Yum Yum, der pinke Lippenstift hier, den ich drauf habe, habe ich mir noch ein Blush gekauft, auch passend dazu, und zwar der Sakura, aber der ist so ein lila, ne? Also mit so einem Herzchen, ich kann ja mal ranzoomen. So schaut der aus. Moment. So. Aber der steht mir absolut nicht. Und jetzt habe ich den schon weiterverkauft. Ja, der Sakura. Obwohl das eine richtig tolle Farbe ist. Vor allem das Herzchen in der Mitte, die Farbabgabe, die ist richtig, richtig toll. Aber er steht mir nicht. Ja, aber er ist auch schon wieder weiterverkauft. Ja, das wäre es dann eigentlich jetzt von mir. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Und ach ja, wenn wir dann halt zur Messe fahren, dort werden wir dann auch drehen, wie ich in Zug reinkomme, und werde dann auch dann das Bahnpersonal fragen nach Informationen, weil ich ja dieses Video machen möchte hier, Reisen mit Handicap und so, ne? Also das ist nicht in Vergessenheit geraten. Das wird gemacht, aber ich muss ja erstmal unterwegs sein, um auch Material zu bekommen. Weil sonst geht das ja nicht, ne? Na gut, ihr Süßen, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!